Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendimpuls. Mein Name ist Michael Gräf und ich bin Gemeindereferent in der Pfarreiengemeinschaft Lingen Süd. Der November steht vor der Tür. Ein Monat, in dem wir richtig spürbar merken, wie die Tage kürzer werden. Morgens, wenn man aufsteht, ist es dunkel und es braucht auch seine Zeit, bis sich die Sonne den Tag erkämpft hat. Und schon um 4, 5 Uhr fängt die Dämmerung wieder an. Eine Zeit, in der wir Menschen oft traurig werden, ja, vielleicht sogar auch etwas depressiv, wo wir uns zurückziehen, am liebsten zu Hause auf der Couch mit der Decke sitzen würden, eingemummelt, vielleicht ein Glas Tee dabei. Eine Zeit, ja, die eigentlich keine große Lebenslust verspürt. Und gerade in diese Zeit fallen Feste wie Allerheiligen, Aller Seelen, Volkstrauertag, Totensonntag, auch Dinge, Feste, die mit Tod und Sterben zu tun haben. Und dennoch, finde ich, ist es ein schöner Monat. Denn wir denken an all die Menschen, die vor uns gelebt haben. Wir denken an all die Menschen, die ja schon von uns gegangen sind, aber wo wir davon ausgehen, dass sie in der Herrlichkeit Gottes leben können. An aller Heiligen und aller Seelen gedenken wir der lieben Mitmenschen aus unseren Familien. Wir denken an sie und gehen häufig auf den Friedhof, zünden eine Kerze an, schmücken die Gräber, machen alles schön für sie. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Für mich sind diese Tage eigentlich schöne Tage, weil dann auch der Friedhof hell erleuchtet. Die vielen Kerzen, die vielen Lichtern sind genau das Gegenteil von dem, was wir gerade erleben. Eine dunkle Zeit, eine nasse, traurige Zeit. Und auf dem Friedhof brennen Lichter. Wir erhellen den Friedhof, den Ort, an dem wir eigentlich trauern, an dem wir traurig sind über die, die von uns gegangen sind. Ich möchte Sie einladen. Gehen Sie doch jetzt am Wochenende auch auf den Friedhof. Erfreuen Sie sich an den Lichtern. Natürlich gedenken Sie auch Ihrer Verstorbenen, aber erfreuen Sie sich auch daran, wie schön der Friedhof geschmückt ist und wie viele Menschen ihren Angehörigen gedenken. Es ist ein schöner und toller Brauch, diese Kerzen zu entzünden, das Lebenslicht auf die Gräber zu stellen. Ich möchte schließen mit einem Gebet. Es ist der Psalm 23, aber in einer modernen Fassung von Kurt Rana Klein. Der Herr ist mein Tröster, ist immer für mich da. Er schenkt mir Zufriedenheit und zeigt mir die Fülle des Lebens. Er erheitert meinen Geist. Er nimmt mich unsichtbar an die Hand. Auch wenn ich schon am Boden lag, kann ich wieder auferstehen, denn du hilfst mir. Dein Zuspruch gibt mir Mut. Du speist mich mit Zuversicht, trotz aller Anfechtungen. Du belebst meinen Glauben und erfüllst mich mit Hoffnung. Liebe und Gnade werden mir alle Zeit begegnen und ich werde bei Gott bleiben, mein ganzes Leben. Ich finde die Fassung des Psalms eigentlich ganz schön. Es spiegelt wieder Hoffnung, Zuversicht, auch das Vertrauen auf die Liebe Gottes, dass wir bei ihm geborgen sind und uns bei ihm zu Hause wissen dürfen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Besuchen Sie den Friedhof, schauen sich die Lebenslichter an und verbleiben Sie in Gottes gutem Segen, in seiner Liebe. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.